Landeshauptmann Hans Nissel spricht einen Tag nach der Wahl über die Vorhaben der neuen Landesregierung. Es soll auch bis auf eine Woche Urlaub bis zum Herbst durchgearbeitet werden. Der Landeshauptmann spricht dabei Themen wie die Wirtschaftsförderung, das gläserne Burgenland, Arbeitsplätze absichern, Flüchtlinge und andere Themen an. Sehen Sie jetzt die komplette Pressekonferenz. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie alle sehr herzlich begrüßen bei meiner Pressekonferenz. Heute der erste Tag nach der Wahl der neuen Landesregierung. Die Landesregierung, die neuen Mitglieder haben mit der Arbeit heute begonnen. Wir haben uns auch klar festgelegt, dass im Sommer bis auf eine Woche Urlaub durchgearbeitet wird. Wir möchten viele entscheidungsreife Projekte bis zum Herbst umsetzen und noch in diesem Jahr umsetzen. Das heißt, es muss über den Sommer durchgearbeitet werden. Und wie gesagt, es wird im Wesentlichen eine Woche Urlaub geben und die andere Zeit wird an Projekten gearbeitet, an Veränderungen gearbeitet. Und da werden wir im Herbst in Form einer Regierungsklausur auch die Arbeit vorstellen, die Schwerpunkte des Jahres 2015 im zweiten Halbjahr. Was werden diese Schwerpunkte sein? Wir haben vor, dass wir die Wirtschaftsförderung auf eine neue Basis stellen. Wir wollen das gläserne Land Burgenland, wo alle Haftungen, Schulden, Kredite transparent aufgelistet werden, wo wir unsere 150 Beteiligungen oder einen wesentlichen Teil dieser 150 Beteiligungen neu strukturieren. Wir haben hier die Aufgabe, bei diesen vielen Vereinen, Gesellschaften, Firmen, Strukturen zu schaffen, die eben diese Transparenz auch ermöglichen. Und es sind immerhin 9000 Menschen in diesem Bereich tätig. 9000 Familien, die eben direkt beim Land Burgenland, beziehungsweise Personen, aber die ja in der Regel auch Familien haben, beim Land Burgenland oder bei landesnahen Unternehmen arbeiten. Brauche ich nicht dazu zu sagen, dass das für burgenländische Verhältnisse natürlich ein sehr großer Betrieb ist. Und es wird da, weil wir schon ein bisschen vorgearbeitet haben, eine Bilanzsumme von ca. 2 Milliarden Euro geben. Also auch von dieser Summe her zu sehen, dass das ein sehr großer Bereich ist. Es geht darum, durch die Neustrukturierungen auch die Arbeitsplätze für die Zukunft abzusichern, weil ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter auch im privatwirtschaftlichen Bereich tätig ist. Wenn ich die Thermen, den Kurbadatzmannsdorf-Betrieb und andere auch hernehme. Der zweite Bereich wird der Bildungsbereich sein. Hier haben wir ja erstmalig komplett umstrukturiert. Das hat es in der Geschichte des Landes noch nicht gegeben, dass wir den Bildungsbereich in einer Hand haben. In der Vergangenheit waren 4 Landesräte für den Bildungsbereich zuständig. Jetzt werde ich das sein, von der Kinderkrippe bis zur Fachhochschule den gesamten Bildungsbereich entsprechend zu strukturieren, eine Art Bildungsdirektion auch zu schaffen und damit eine möglichst hohe Effizienz im Bildungsbereich auch zu erreichen. Und das wichtigste Ziel ist für mich natürlich, dass die Qualität der Bildung angehoben wird. Schlanke Verwaltung und das Geld soll im Klassenzimmer bei den Schülern, bei den Studierenden auch ankommen. Das werden wir auch über den Sommer entsprechend vorbereiten, genauso wie die Neustrukturierung. Da hängt auch die WIBAG und die Wirtschaftsförderung zusammen. Da wird es klare Konzepte geben, die wir im Detail natürlich den Medien auch präsentieren werden. Der Umweltschutz ist ebenfalls in einer Hand. In der Vergangenheit waren 3 Landesräte für den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz verantwortlich. Das wird unsere neue Landesrätin Astrid Eisenkopf sein, die einerseits den Jugendbereich hat, andererseits aber auch den gesamten Naturschutz, Klimaschutz und Umweltbereich. Also auch klare Strukturen, und da ist es natürlich jetzt auch notwendig,
die Verwaltung im Land auf diese neuen Strukturen ebenfalls zu adaptieren. Auch hier wird es über den Sommer ein entsprechendes Konzept geben, wie wir Abteilungen zusammenschließen können, wie wir mehr Effizienz in der Verwaltung haben. Und wir sagen ja immer, und das wollen wir auch leben, das Burgenland muss effizienter werden, es muss moderner werden, es muss bürgernäher werden. Und über den Sommer werden wir auch ein Zwischenergebnis bekommen, welche Möglichkeiten das Burgenland hat, um auch einen entsprechenden Bürokratieabbau zu erreichen. 85% unserer Gesetze sind Bundesgesetze. Das wissen wir, dass wir das nicht ändern können. Aber diese 15%, wo wir verantwortlich sind, da wollen wir eben diese Effizienz und das Tempo steigern. Bei vielen Gesprächen mit Wirtschaftsunternehmen höre ich immer wieder, dass eines der großen Probleme eben die Bürokratie ist, die wir nach Möglichkeit zurückdrängen wollen. Und es wird hier eine permanente Arbeitsgruppe geben. Wir werden jetzt im Sommer auch Vertreter der Wirtschaft, der Sozialpartner einladen, um dieses Thema Bürokratieabbau, Wirtschaftsförderung, Schwerpunktsetzung auch in entsprechender Form diskutieren zu können und hier eben auch im Herbst diese Konzepte vorlegen zu können. Also das ist alles die Arbeit, die wir uns schon über den Sommer vorgenommen haben. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich das Thema Asyl. Auch hier gibt es im Regierungsübereinkommen klare Standpunkte und einen klaren burgenländischen Weg. Und ich möchte aktuell auch den Parlamentspräsidenten zitieren, der in der Welt ein Interview gegeben hat. Der Bürgermeister von Hamburg, Entschuldigung, der gesagt hat, dass Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Drittstaaten werden sollen. Das heißt, ich glaube, dass dieser Vorschlag, den Olaf Scholz gemacht hat, der Bürgermeister von Hamburg, dass diese sicheren Drittstaaten dazu beitragen werden, dass auch der Flüchtlingsstrom geringer wird. Hält das für einen wirklich guten und vernünftigen Vorschlag? Denn Staaten, die in die Europäische Union streben, können nicht auf der anderen Seite kein sicherer Drittstaat sein. Also das ist, glaube ich, ein sehr guter und wichtiger Diskussionsbeitrag. Und auch die Landeshauptleutekonferenz hat ja beschlossen, dass wir trennen müssen zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen. Und wir werden uns auch in den nächsten Tagen mit den NGOs, mit der Diakonie, auch mit der Caritas, mit Bürgermeistern, mit den Gemeindevertreterverbänden und Gemeindebund zusammensetzen und werden schauen, wie wir Kriegsflüchtlinge in kleinen Einheiten im Burgenland unterbringen können. Durch Überzeugungsarbeit, durch Gespräche mit den Bürgermeistern, durch Angebote an die Bürgermeister. Und ich denke, dass nur dieser Weg, nämlich Gespräche zu führen, Überzeugungsarbeit zu leisten, dazu beitragen kann, dass eben die Zeltstädte wegkommen und dass in kleinen Einheiten Kriegsflüchtlinge betreut werden. Das ist unser Ziel und da möchten wir mit den NGOs, mit Caritas, mit Diakonie und mit den Gemeindebund und Gemeindevertreterverband und Städtebund dieses Konzept, das eben die Bürgermeister überzeugen soll, auch gemeinsam erarbeiten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier von Seiten des Landes eine Unterstützung an die Gemeinden erfolgt, wenn hier Flüchtlinge in festen Unterkünften auch untergebracht werden. Ich glaube, dass nicht Resolutionen helfen, sondern dass aktive Überzeugungsarbeit hilft. Es ist sehr einfach, sich in den politischen Schaukelstuhl zu setzen und zu sagen, es sollen alle anderen etwas tun. Und ich fordere, das eine oder das andere zu tun. Es ist viel besser, wenn man versucht, mit den Menschen zu reden, in kleinen Einheiten Flüchtlinge unterzubringen, denn dann haben wir die Möglichkeit, dass es in Zukunft keine Zeltstädte
gibt. Und auch das wird jetzt schon in den nächsten Tagen ein Schwerpunkt sein, dass wir diese Überzeugungsarbeit auch leisten wollen. Und wie gesagt, ich kann mir auch hier vorstellen, dass die Gemeinden etwas auch vom Land unterstützt werden, weil wir alle wissen, dass der Bund hier nicht die notwendigen finanziellen Mittel tatsächlich zur Verfügung stellt. Aber wir werden im Burgenland dieses Problem der Kriegsflüchtlinge nicht alleine lösen können. Wir werden dieses Problem auch nicht in Österreich lösen können, sondern wir brauchen hier eine europäische Lösung. Diese Anstrengungen, eine europäische Lösung zu finden, die gibt es jetzt, aber aus meiner Sicht doch um einige Jahre zu spät, denn dieser Flüchtlingsstrom, den gibt es nicht seit heute und nicht seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Und das ist Aufgabe der Europäischen Union, hier einen entscheidenden Beitrag zu einer fairen Verteilung in Europa zu leisten und vor allen Dingen auch den Status der sicheren Drittstaaten, so wie es Olaf Scholz gesagt hat, entsprechend zu definieren und auch in dieser Form darauf einzugehen. Also, das sind doch wesentliche und wichtige Themen, die wir sofort ab heute aktiv ansprechen, wo wir in den nächsten Tagen schon wichtige Besprechungen haben werden, wo wir über den Sommer bis auf eine Woche Unterbrechung auch durcharbeiten, die entsprechenden Konzepte auch im Herbst schon präsentieren. Und damit wollen wir eben für das Burgenland gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, neue Arbeitsplätze, die Jugendarbeitslosigkeit weiter bekämpfen. Und vor allen Dingen, das wird auch ein Schwerpunkt in unserem Wirtschaftskonzept sein, wenn wir nicht Lohn- und Sozialdumping härter bekämpfen, wenn wir nicht das Bestbieterprinzip einführen, dann ist das ein Nachteil für die burgenländische Wirtschaft, für die burgenländischen Arbeitsplätze. Und hier müssen wir ebenfalls Überzeugungsarbeit leisten, dass Lohn- und Sozialdumping kein Kavaliersdelikt ist, dass das die burgenländische Wirtschaft schädigt, dass das den burgenländischen Arbeitsmarkt schädigt. Und da müssen entsprechend strenge Maßnahmen auch gesetzt werden.